Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Format, auf das mich der gute Zero gebracht hat. Danke dafür. Und zwar heißt das Format Mystische Kreaturen von Azeroth und darüber hinaus. In diesem Projekt geht es darum, dass ich die Kreaturen von Azeroth mehr oder weniger beschreibe und ein bisschen was dazu raussuche. Und ja, das könnt ihr dann immer nachschlagen, wenn ihr was zum Beispiel jetzt, dieser Part würde über die Dryaden gehen, wird nur so wirklich 10 Minuten, es werden immer so ganz kleine Parts werden, immer nur eine Kreatur wird abgehandelt, vielleicht auch mal zwei, wenn sie zusammenpassen und vor allen Dingen, wenn sie sehr kurz sind. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie ich es besser machen kann, wie ich es vielleicht ein bisschen strukturierter machen kann. Ich habe das jetzt einfach ganz schnell aufgeschrieben und jetzt ganz schnell lese ich es einfach vor, was ich geschrieben habe über die Dryaden. Das Ding ist, ihr könnt mir auch schreiben, ob ihr das lieber haben möchtet in vielen kleinen Parts, so jeweils 10 Minuten oder weniger oder mehr. Oder wollt ihr es in wieder langen Parts, aber dafür mehr und gebündeter und vielleicht ein bisschen unstrukturierter. Aber ich glaube, in so kleinen Parts finde ich das ganz nett. Schreibt in die Kommentare vor allen Dingen, welche Kreaturen ihr sehen möchtet. Ich würde jetzt erstmal alle Kreaturen des Maragrund-Traums und so nehmen, weil ich mit den Dryaden jetzt mal anfange und das sehr interessant fand. Dryaden sind die Töchter des Halbgottes Cenarius. Sie sind ein Ebenbild der Gesundheit von Azeroths Wäldern. Diese Kreaturen haben Köpfe, Arme und den Torso von wunderschönen Nachtelffrauen. Aber der untere Körperbau ist der eines Rehs. Eine ruhige Art liegt in ihren Augen und Schmetterlinge umkreisen ihre Köpfe. Jedoch trägt jede von ihnen eine giftgetränkte Waffe mit sich, einen Speer. Auch wenn sie nicht so aussehen, als würden sie ihn benutzen können, sie können es. Die meisten von ihnen sind Verbündete der Nachtelfen, da diese ebenfalls stark naturverbunden sind. Dryaden sind von Natur aus friedlich und sie hassen Gewalt. Jedoch verteidigen sie genauso ihre Wälder wie ihre Brüder, die Hüter des Hains. Sie sind effektiv im Bekämpfen von Magie, da sie so gut wie immun gegen dieselbige sind. Die meisten Dryaden bleiben in den Wäldern, spielen mit den Tieren oder tanzen im Regen. Und natürlich bringen sie in den Tod und Verderben denen, die die Natur beschmutzen. Einige von ihnen werden sogar Abenteurer, um die Natur auf der Welt zu beschützen oder neue Kreaturen zu treffen. Jedoch sieht man das eher selten, da es gegen ihre Natur ist. Im Dritten Krieg und im Krieg der Ahnen formten sie doch zusammen mit den Nachtelfen und anderen Kreaturen des Waldes eine Armee gegen die Geisel und die Legion. Die meisten Dryaden tragen 5 bis 6 giftgetränkte Speere bei sich. Mit diesen vergiften sie ihre Gegner und machen sie verlässlich, um ihnen schließlich den Todesstoß zu versetzen. Kann man sehr gut bei Nunara in Heroes of the Storm sehen. Dryaden sprechen meistens Danassisch. Jedoch finden sie es auch wichtig, die Sprache der Völker zu sprechen, mit denen sie am meisten in Kontakt stehen. Zum Beispiel die Gemeinsprache und Tau'ae, die Sprache der Tauren. Ihre Familie. Da Cenarius ihr Vater ist, sind Saeta und Remulus und die meisten Hüter des Hains ihre Brüder. Da Saeta mit der Erdelementaren Tiradras Kinder bekam, die heute als die Zentauren bekannt sind, sind die Dryaden, die Tanten der Zentauren. Die Dryaden entstammen dem Smaragdgrünen Traum und haben eine tiefe Verbindung mit ihm. Und genau wie alle Wesen, die dem Traum entspringen, können sie vom Albtraum verdorben werden. Das heißt, ihre Haut wird grau und schwarz, die Blätter verfärben sich ebenfalls in dunkle Farben und ein leicht ungesundes Rot umspielt ihren Ton. Ja, und sie hören die Flüstern der alten Götter und dienen dann höchstwahrscheinlich den Albtraumlord Xavius und, wie schon gesagt, den alten Göttern. Und verderben weiterhin die Natur. Abarten der Dryaden sind die Frostnymphen, die in Nordend leben. Anders als die Dryaden tragen sie nicht das Kleid aus Blättern des Waldes, sondern eisige Splitter um sich herum. Genauso ist ihre Haut blau und nicht von einem blassen Rosa wie bei den Dryaden. Sie beschützen ebenfalls ihre Wälder und sind nett zu jenen, die es ebenfalls tun. Möglicherweise kommt ihre Gestalt von der Magie der blauen Drachen, die im Nexus leben. Diese kannten
kannten eine Magieart, die das Leben aus der Natur zog, zu Magie umwandelte und alles, was sie absaugten, kristallend werden ließ. Es kann natürlich sein, dass sie durch diese Magie ebenfalls so aussehen. Oder es ist halt einfach der bitteren Kälte von Nordend geschuldet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet etwas gelernt von den Dryaden, was ihr noch nicht wusstet. Es gibt wirklich nicht so viel über die Dryaden zu erzählen, aber das, was es zu erzählen gibt, habe ich euch jetzt gesagt. Ich hoffe, so diese Zeit passt so. Das werden dann halt immer relativ viele kleine Parts werden, wo ich das erzähle. Oder wollt ihr wirklich, dass ich jetzt hier die Dryaden erzählt hätte, die den Zentauren und die Dings erzählt hätte, die Hüter des Heins, also alle Naturvölker? Oder findet ihr wirklich gut, wenn ich ein kleines Video mache? Das hier mache ich jetzt als Pilot-Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr besser findet. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da und ein Like. Bis denn.